Hallo und herzlich willkommen zum neuen Karnikult-Video. Frühlingszeit ist Prüfungszeit und als nächstes ist hoffentlich bald die Jody dran. Was wir mit ihr so an Prüfungsvorbereitung im Moment machen, das seht ihr gleich. Klasse! Prima. Jody hat schöne Fortschritte gemacht, seitdem ihr sie das letzte Mal gesehen habt. Bei der Leinenführigkeit läuft sie zumeist freudig und aufmerksam neben Ruth. Auch die lange Strecke von 50 Schritten, die anschließende Kehrtwendung und die Tempowechsel hält sie gut durch. Allerdings müsste sie an manchen Stellen noch etwas dichter bei Ruth bleiben und noch besser die Aufmerksamkeit halten. Auch die Kehrtwendung könnte sie noch ein bisschen enger und schneller ausführen. Daran werden wir noch weiter arbeiten. Um Jody zu motivieren und ihr die Sicherheit zu geben, dass sie alles gut macht, lobt Ruth sie noch sehr viel. Auch das Prüfungsschema haben wir in kleine Trainingseinheiten unterteilt, damit wir Jody noch viel belohnen können. Das werden wir zur Prüfung hin noch reduzieren. Die Erwartungshaltung, dass sie etwas bekommen könnte, werden wir durch variable Belohnung möglichst hochhalten. Aber Jody arbeitet ja nicht nur für die Leckerchen, sondern in erster Linie, weil es ihr Spaß macht. Wie ihr seht, macht Jody immer eine gerade Grundstellung. Das verdanken wir dem vielen Training mit der Box. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie wir sie als Hilfe abgebaut haben. Die Antwort ist simpel. Wir haben sie einfach weggelassen. Cool, oder? Jetzt sind die Boxen nur noch als Dummy für die Gruppe im Einsatz. Toll machst du das, Maus. Weiter geht's mit der Freifolge. Die wird bei der Begleithundeprüfung folgendermaßen ausgeführt. 50 Schritte geradeaus, Kehrtwendung, 10 bis 15 Schritte in normalem Tempo, dann Wechsel in den Laufschritt. Nach 10 bis 15 Schritten Wechsel in das langsame Gehen von ebenfalls 10 bis 15 Schritten. Anschließend in normalem Tempo zurück zum Ausgangspunkt. Wir haben die Freifolge bei diesem Training noch stark verkürzt und auf die Tempowechsel verzichtet. Stattdessen läuft Ruth Freestyle. Auch hierbei müsste Jody noch deutlich aufmerksamer laufen, aber unser wichtigstes Ziel haben wir bereits erreicht. Jody arbeitet immer freudig und freiwillig mit. Klar soll sie die Übungen trotzdem so korrekt wie möglich ausführen, aber die Freude am gemeinsamen Tun sollte immer im Vordergrund stehen. 12 Schritte gehen. Na, 12 Schritte gehen, anhalten, sobald der Hund sitzt, Sitz sagen und weggehen. Ja, klasse. Die nächste Übung, Sitz aus der Bewegung, hat Jody richtig gut drauf. Nach einer schönen Entwicklung nimmt Jody schnell und gerade die Grundstellung ein und bleibt nach dem Kommando sicher sitzen, bis Ruth zu ihr zurückkehrt. Prima, gut. Von hier aus weiter oder? Von da aus weiter. Nun ist es Zeit für die Platzübung oder im Prüfungsdeutsch Ablegen in Verbindung mit Herankommen. Für das Hinlegen aus der Grundstellung braucht Jody noch eine kleine Hilfe. 30 Schritte und zu dir rufen. Dann bleibt sie aber sicher liegen. Und flitzt nach dem Abrufen freudig zu Ruth. Auch das Vorsitzen haben wir lange mit einer Box trainiert. Wie ihr seht, ist der Plan aufgegangen. Jody sitzt genau gerade vor. Auf Kommando wechselt sie direkt in die Grundstellung. Die anschließende Dauerablage von rund 7 Minuten haben wir euch vorenthalten. Aber auch die war in Ordnung. Noch ein bisschen Feinschliff, dann sieht es doch schon ganz gut aus für die Prüfung. Die filmen wir natürlich auch für euch, damit ihr von der ersten Trainingsstunde bis zum fertigen Ergebnis bei der Jody mit dabei sein konntet. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat und auch unsere anderen Videos, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Am nächsten Donnerstag
sind wir dann wieder mit einem neuen Thema am Start. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Kani kultiviere dich!